Liebe Kinder, in diesem Video möchte ich euch in besonderer Weise ganz herzlich begrüßen. Wir haben es jetzt geschafft. Die Fastenzeit ist vorbei. Wir dürfen uns bald wieder freuen über Schokolade und über all das, worauf wir in den Tagen der Fastenzeit freiwillig verzichtet haben. In dieser Feier nun werden Thomas Schmidt und ich die Speisen segnen, die wir dann bei einem fröhlichen Festmahl, vielleicht beim Osterfrühstück, miteinander verzehren können. Das Osterfrühstück hatte so eine Geschichte. Das Osterfrühstück kommt von daher, dass Jesus nach der Auferstehung einige Male den Jüngern erschienen ist und jedes Mal hat er mit ihnen gegessen. Und so ist uns bewusst geworden, wenn wir miteinander essen, dann ist Jesus mitten unter uns. Und in besonderer Weise soll uns das natürlich beim Osterfrühstück bewusst werden. Zuvor aber blicken wir nochmals zurück auf das, was sich am Karfreitag in Jerusalem zugetragen hat. Jesus wird zum Tode verurteilt. Er wird geschlagen, verspottet, ausgelacht. Schließlich muss er das Kreuz auf die Schulter nehmen und selber auf den Hügel Golgotha hinaufschleppen. Dort wird er gekreuzigt und am Karfreitag um 3 Uhr nachmittags stirbt Jesus. Maria und die Jünger, die noch da geblieben sind, die nehmen traurigen Herzens von ihm Abschied. Nach einiger Zeit taucht ein vornehmer Mann auf. Er trägt den Namen Josef von Arimathea. Dieser vornehme Mann hat in seinem Grundstück eine Höhle. Solche Höhlen wurden damals oft als Grabstätten verwendet. Er bittet darum, den Leib von Jesus in seiner Felsenhöhle bestatten zu dürfen. Er nimmt den Leichnam. Er trägt ihn zusammen mit anderen Männern auf das Grundstück, legt ihn in die Felsenhöhle hinein und sie verschließen die Höhle dann mit einem großen, schweren Stein. Jetzt ist das Grab verschlossen. Jesus spürt nichts mehr. Er ist tot. Er liegt in ein paar Tücher gewickelt im Grab. Um ihn herum ist alles finster. Jesus ist nun schon 3 Nächte in diesem Grab. Heute ist der 3. Tag, Sonntag. Jetzt geschieht etwas noch nie Dagewesenes. In aller Herrgottsfrüh schon machen sich Maria und ein paar andere Frauen auf den Weg zu diesem Grundstück. Sie wollen doch das tun, was damals üblich war, den toten Körper einölen, bevor das Grab endgültig verschlossen wird. Unterwegs fragen sie sich, wer wird uns wohl den Steinweg wälzen, damit wir noch einmal zu Jesus in die Grabhöhle hineingehen können. Doch als sie zum Grab kommen, da sehen sie, dass der Stein schon weggewälzt war. Doch wo ist Jesus? Das Grab ist leer, Jesus ist nicht mehr da. Hat ihn jemand weggenommen? Maria fragt den Gärtner, hast du ihn weggenommen?
Da spricht sie der Gärtner an mit einer ganz vertrauten Stimme und sagt: Maria. Jetzt weiß Maria, dieser Mann ist Jesus. Er lebt. Er ist auferstanden. Rühr mich nicht an, sagt Jesus zu ihr, denn ich muss zu meinem Vater heimgehen. Du aber lauf schnell zu meinen Brüdern und erzähl ihnen, dass du mich gesehen hast. Schnell rennt sie zurück in die Stadt zu den Jüngern und den anderen, die sie kennt, und erzählt ihnen, was sie heute früh erlebt hat. Jesus ist nicht tot, er lebt. Und jetzt, liebe Kinder, möchte ich mit euch die Osterfreude teilen, indem ich mit euch ein Lied singe. Halleluja! Das ist der fröhliche Osterruf. Halleluja! Klatscht in die Hände. Und da müsst ihr mal helfen, da dürft ihr und sollt ihr auch mitsingen. Und bei klatscht, da klatschen wir wirklich in die Hände. Halleluja! Klatscht in die Hände. Singen wir es miteinander. Ich singe es einmal vor und dann könnt ihr wahrscheinlich gleich einmal schon mitsingen. Halleluja, klatscht in die Hände, jubelt ohne Ende, Jesus lebt. Halleluja, klatscht in die Hände, jubelt ohne Ende, Jesus lebt. Vielleicht probieren wir es miteinander. Und bei klatscht. Halleluja, klatscht in die Hände, jubelt ohne Ende, Jesus lebt. Halleluja, klatscht in die Hände, jubelt ohne Ende, Jesus lebt. Jesus hat den Tod bezwungen, seine Stachel bricht er ab. Welchen Sieg hat er errungen, Leben steigt er aus dem Grab miteinander. Halleluja, klatscht in die Hände, jubelt ohne Ende, Jesus lebt. Halleluja, klatscht in die Hände, jubelt ohne Ende, Jesus lebt. Jetzt machen wir einen Ortswechsel in eine Backstube, wo Diakon Thomas Schmidt uns Brote segnet, die heute Nacht noch in die Häuser vom Funz verteilt werden. Gleichzeitig aber seien all die Speisen gesegnet, die ihr, liebe Kinder, mit euren Familien heute noch oder morgen bei einem gemeinsamen Ostermahl verzehren dürft. Im Namen des Vaters und des Sohnes des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Familien, liebe Kinder, die Umstände erlauben uns zurzeit keine gemeinsamen Feiern und somit auch keine Speisenweihe. So möchten wir aber heute auch im Namen der politischen Gemeinde Funz mit Bürgermeister Rupert Schuchter und seinem Gemeinderat und im Namen der Pfarrgemeinde mit Dekan Franz Hinterholzer und seinem Pfarrteam der Bevölkerung Ostergrüße und Segenswünsche übermitteln. Und dazu möchten wir Brote segnen, damit alle Menschen im Funz, in jedem Haushalt, die Möglichkeit haben, am Ostermorgen mit gesegnetem Brot gemeinsam zu frühstücken. Und aus diesem Grund möchten wir alle diese Brote segnen. Herr Jesus Christus, du hast gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Herr Jesus Christus, du bist für uns das Brot des Lebens. Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Herr Jesus Christus, durch deine Auferstehung hast du uns das Tor zum ewigen Leben geöffnet. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. So lasst uns beten. So wie das Korn alleine wächst in Regen und Sonne, lass auch uns wachsen in deiner Liebe. So wie das Korn zu Mehl gemahlen wird, um Brot zu werden, lass auch uns Brot werden für andere Menschen.
Segne uns mit dem verbindenden Wasser. Es fügt das Mehl zu einem Leib, dass auch wir zu einem Ganzen werden. Und segne uns mit dem Duft des Backens. Es erfüllt uns mit Hunger nach dem Brot, dass auch wir die Welt mit deinem Friedensduft erfüllen. Und segne uns mit dem Brot des Lebens, Jesus Christus, der beim Abendmahl sich hingegeben hat, damit wir das Leben in Fülle haben. Und so bitten wir dich, allmächtiger Gott, segne diese Brote im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Wir verzichten bewusst auf Weihwasser aus hygienischen Gründen. Und so wollen wir beten, wie Jesus uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So bitten wir Gott um seinen Segen für uns und unsere Familie. Und so segne und behüte uns alle, der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn, der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen.